Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich wollte heute ein bisschen über die Unterschiede strukturelles Wachstum und zyklisches Wachstum reden. Das ist ein ganz häufiger Fehler, den auch Profis immer wieder machen, dass man zyklisches Wachstum mit strukturellem Wachstum verwechselt. Ja, das liegt daran, dass zyklisches Wachstum bedeutet, es hängt am Weltwirtschaftszyklus oder zum Beispiel an dem bei Halbleiterbranche an dem Zyklus für Memorypreise oder es kann auch im Zyklus für Stahl oder Öl hängen und es schwankt einfach zyklisch. Und dann auf 2-3 Jahre können die Wachstumsraten dann sehr, sehr gut aussehen von 20-30% und das KGV ist sogar irgendwie niedrig. Und das denkt man dann, dass es optisch günstig aussieht, die Aktie. Wenn der Zyklus dann aber dreht, kann es ganz gefährlich sein. Und der Aktienkurs, obwohl es so optisch günstig war, kann sich dann nochmal deutlich nach unten entwickeln. Deswegen muss man da bei diesen zyklischen Aktien aufpassen. Und oft ist ein sehr, sehr typischer Fehler. Und was auch wirklich nicht leicht ist zu erkennen, was auch dem Besten immer wieder passiert, dass man dieses zyklische und strukturelle Wachstum bei manchen Modellen vielleicht auch verwechselt oder die, sag mal, den Teil davon. Ne? Strukturelles Wachstum wären zum Beispiel die großen Internetplattformen, Google, Facebook, die hängen natürlich auch ein bisschen am Weltwirtschaftszyklus, aber sie gewinnen einfach Marktanteile und wachsen relativ konstant 20-30% beim Umsatz, auch wenn sich das natürlich mit der Größe langsam ein bisschen abflacht. Da gilt es aber, dieses strukturelle Wachstum. Andererseits zum Beispiel bei den Halbleiterbranchen, bei einer Micron, die können sehr, sehr günstig erscheinen, wenn aber sich diese Halbleiterpreise wieder halbieren, dann kann so eine Firma auch schnell mal wieder Verluste schreiben. Deswegen sind da diese Kursausschläge sehr, sehr hoch und dieses KGV und Wachstumsmodell, worauf man achtet, kann da ein bisschen in die falsche Fährte locken. Deswegen sollte man sich immer fragen, was ist wirklich die strukturelle Wachstumsrate, organische Wachstumsrate eines Unternehmens? Apple ist zum Beispiel so ein Hybridfall, ja, da hat man einen gewissen Zyklus durch den iPhone, weil alle 2 Jahre gibt es ein echtes neues Modell, alles nach einem Jahr kommt dazwischen, gibt es immer ein Facelift-Modell, was dann immer regelmäßig enttäuscht. Andererseits hat man strukturelles Wachstum durch das Servicegeschäft, durch die Plattform, auch durch Pricing und da kam es dann zum Beispiel in diesem Jahr dann zu einer Enttäuschung, was dann auch wieder für einen langfristigen Investor gute Einstiegszeitpunkte kommen, weil Zyklus wird dann oft immer nach oben und nach unten übertrieben. Und gerade bei einer Untertreibung nach unten, das genaue Tief erwischt man nie, aber auf Sicht von 1-2 Jahren tut sich das dann wieder angleichen. Und Apple wird auch, sollte in Zukunft weniger zyklisch werden, weil das iPhone von der Bedeutung etwas abnimmt oder auch die Umsätze sich da ein bisschen verstetigen. Ja, und die Leute rennen nicht mehr irgendwie hin und kaufen sich immer gleich das neue Modell, sondern halt, wenn das alte kaputt ist oder der Vertrag ausläuft. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man sich bei dem Wachstum, was man sich anschaut bei einer Firma, von gerade wenn es dann nur 2-3 Jahre sind, fragt, kommt dieses Wachstum wirklich durch ein strukturell, also weil die Firma einfach gut ist, weil der Markt wächst, weil das Produkt Marktanteile gewinnt, kommt es dadurch zustande oder kommt es einfach nur durch einen Sonderfaktor oder durch einen guten Zyklus bei einem Rohstoffpreis oder bei einem Produktpreis, was eine Commodity ist, was sich dann auch sehr, sehr schnell wieder ändern kann. Ja, das darf man nicht falsch machen und kann dann wirklich sehr schnell in die Hose gehen, aber passiert auch immer wieder. Deswegen sich das aber trotzdem nochmal überlegen.